Tag zusammen, kommt zurück in Ruhrkirchen, unserer Großstadt. Heute parallel auf Twitch gestreamt und dann als Aufzeichnung auf YouTube verfügbar. Wir haben hier den Blick auf Ruhrkirchen mit unserem erweiterten Industriegebiet in Osterfeld. Wir haben hier den Güterbahnhof zuletzt gebaut und wir spielen hier seit heute mit dem neuen Patch 118F, also mit dem Patch, der zum einen einiges an Verschönerung, Dekoration mitbringt. Das ist ein freier Patch, also ganz interessante Sachen dabei, die gucken, ob wir die gleich einsetzen werden. Und das viel Wichtigere, was das Gameplay angeht, die ganzen Obdachlosen sollten jetzt eigentlich alle sich auflösen oder nach Arbeit suchen. Das werden wir auch gleich mal prüfen. Wir gucken mal, wir starten nämlich, wo haben wir sie denn hier, Bevölkerung, bei 36% Arbeitslosigkeit in Ruhrkirchen. Das ist, wie gesagt, ein Bug. Ich schreibe das mal eben auf, damit wir das haben. Aber es geht schon runter. Wenn wir jetzt mal gucken hier, das ist die Arbeitsplatzverfügbarkeit. Also da können wir noch mehr machen. Ich denke, wir werden jetzt auch weiter an der Industrie und an dem Gewerbe arbeiten. Wenn wir hohen Bedarf an Gewerbe, Industrie, dem werden wir nachkommen. Dann mal gucken, ob wir die Arbeitslosigkeit nicht mal auf ein vernünftiges Maß gedrückt bekommen. Bei 86.000, fast 87.000 Einwohnern sollten wir mal gucken, dass wir da ein bisschen was hinbekommen. Ich denke, das sollte uns... Ja, wir sind schon bei 35.000. Das ist doch gut. Also der Patch führt jetzt dazu, dass die Arbeitslosen, die ja dann dadurch entstanden sind in der Vorgängerversion, dass wir Leute in Arbeit sind, aber das Haus verlassen mussten, kein neues gefunden haben, sondern sich dann in einer Zeltstadt niedergelassen haben. Und Colossal Order hat das jetzt gefixt. Infos findet man in den Patch Notes. Da will ich jetzt gar nicht lange und groß drauf eingehen. Wir sehen, wir verdienen gutes Geld, 40.000. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Strom machen. Aber jetzt soll doch noch einiges passieren. Wir sehen hier drüben in Marxloh weiterhin das Problem mit den Leichen. Die werden jetzt aber doch nach und nach abgeholt und abtransportiert in die Krematorien. Das klappt ganz gut. Hier vorne können wir vielleicht noch mal ein bisschen aufräumen, das unterirdische Parkhaus. Ja, okay, das bauen wir am besten neu. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Ah, den Katastrophenschutz. Ja. Wir brauchen ein bisschen Platz, das kommt dann aber gleich. So, was ist noch kaputt? Das war die städtische Grundschule und das ist nicht gut. Ich hoffe, da sind keine Kinder gestorben. Moment, ist hier weg. Jetzt abgerissen. Gebaut und direkt erweitert. Hier hatten wir einen kleinen Spielplatz. Den ersetzen wir auch. Wir sehen jetzt hier sind die ganzen neuen Assets. Wir platzieren eben kurz den kleinen Spielplatz hier vorne. Prima. Was ist noch was kaputt hier? Der Parkplatz ist noch kaputt. Den können wir auch neu platzieren. Das war, glaube ich, ein mittlerer Parkplatz. Gut. Ja, das sieht doch prima aus. Also, dann können wir jetzt hier weitermachen. Die Hochschule auch in Betrieb, aber wir brauchen jetzt hier mehr Platz. Ich möchte nämlich mittelfristig dieses Gebiet hier entwickeln. Aus mehreren Gründen. Wir haben nämlich, wir sehen es hier bei der Industriespezialisierung. Also einmal brauchen wir noch Landwirtschaft, da können wir diese Region hier noch erweitern. Wir haben hier nochmal einen Flecken, den wir nutzen können. Und wir haben dann hier die Kohle. Die möchte ich gerne nutzen, dass wir uns die holen. Dazu will ich, also dann soll hier auch noch weitere Industrie entstehen. Auch hier, mal gucken, wie wir das machen mit der Landwirtschaft. Die hat natürlich dann Probleme, wenn hier Industrie entsteht. Wir haben
Das können wir uns mal angucken bei der Produktion. Einen großen Bedarf an Kohle. Knapp 62 Tonnen pro Monat. Und wir könnten noch mehr Getreide benötigen. Auch das wäre noch ganz gut. Steine. Ja, guck mal, da können wir vielleicht ein bisschen Steine hier fördern. Aber wir wollen hier uns ausbreiten. In diese Richtung. Also von Stieble gesehen dann Ruhr aufwärts. Heißt also, wir können jetzt mal ein paar Zellen kaufen. Und zwar brauchen wir, was brauchen wir denn das? Wir brauchen diese Zellen hier. Die kaufen wir, das kostet uns 200.000. Können wir uns locker leisten. Und was wir auch brauchen werden, damit wir hier dann den Anschluss haben, dann soll direkt schon mal machen, bei den Entwicklungspunkten die Anschlussstellen kaufe ich auch schon mal. Das ist auch nötig. Wir müssen hier die Eisenbahnverbindung, die müssen wir fortführen. Die soll hier unter der Autobahn durch und dann hier hinter lang geführt werden. Das ist das Problem. Was haben wir hier? Ein Waldbrand. Wo ist der entstanden? Okay. Kein Problem, das sollte uns nicht irritieren, denke ich mal. Also das Übliche, wir brauchen erstmal hier ein bisschen Gelände. Das ist ja hier doch relativ wild, weil hier so ein Hügel ist. Und wir müssen hier unten drunter durch. Das können wir mal anfangen, dass wir hier unter der Autobahn drunter hergehen. Um dann hier auf der anderen Seite hier hochzukommen. Vielleicht bleiben wir mal hier auf der Höhe. Insel etwas größer, dass wir dann hier diese Höhe uns schnappen. Hier ein kleines Plateau und gehen dann von hier aus hier hoch. Einiges an Erdarbeiten. Wir müssen hier, glaube ich, eine Kurve schaffen, damit die Güterzüge, soll die Güterzugverbindung sein, auch einigermaßen gut um die Kurve kommen. Wir machen hier auch ein bisschen mehr Platz. So, wir sind ja in der Vanilla-Version ohne Mods unterwegs. Also wir müssen hier ein kleines bisschen tricksen, damit wir hier die Autobahn abreißen können. Machen wir hier mal zwei Hilfslinien. Dann haben wir hier alle Möglichkeiten. Kommen dann hier durch, haben dann die Eisenbahnschienen. Dort, die sollen so weit es geht geradeaus gehen für den Güterverkehr. 180 Grad und dann können wir hier anfangen in die Kurve zu gehen. Schauen mal. Habe ich hier ruhig relativ nah ran. 2,6 Grad Steigung oder Prozent nicht Grad ist in Ordnung. Passt mir sehr gut und dann haben wir hier den Anschluss. Wir brauchen den Lückenschluss an der Autobahn. Von hier aus kommend hier rüber und das gleiche auf der Gegenseite. Wir können unsere kleinen Hilfsstraßen wegnehmen und wieder laufen lassen. Wir können auch ein bisschen schneller laufen lassen. Das sollte, denke ich, jetzt ganz gut passen. Und dann hier ein bisschen einebnen, damit das hier nicht so ganz so krass ist. Dann haben wir hier, hier müssen wir durch, unten drunter. Also dann müssen wir hier gucken, dass wir hier eine Verbindung machen. Auch hier brauchen wir wieder Hilfslinien, damit wir hier gut abreißen können. Also gerade weg. Gerade weg. Reißen wir dieses Teilstück ab.
und ziehen dann hier unsere Straße durch. Die können auch gerade, das ist eine vierspurige Straße. Ein bisschen schräg ist sie hier angelegt. Dann gehen wir hier ein bisschen Bogen rüber und haben dann die gerade Verbindung hier. Oh, das sieht doch sehr manierlich aus. Das glätten wir hier weg. Gucken mal hier vorne unsere Abwasserabflüsse, wie weit wir da sind. Das müssen wir mal überprüfen. Ja, wir kommen schon hier in den Bereich rein, der kritisch wird. Ich glaube, da gönnen wir uns direkt mal hier noch ein neues Abwasserrohr. Können wir die eigentlich auch erweitern? Ja, ne? Chemische Reinigung. Zusätzliches Klebeck. Ne, also da sind wir noch ganz klassisch unterwegs. Solche Modernisierung machen wir nicht. Hier gab es einen Mord am Wasserwerk. Brauchen Sie nicht interessieren. Wir holen uns noch eine neue Pumpstation an dieser Stelle und sollten dann einigermaßen wieder im grünen Bereich sein. Gucken noch mal. Sieht gut aus. Ja, beim Strom, also wir sind bei knapp 100 MW Stromverfügbarkeit, bei 92 MW Verbrauch. So langsam können wir auch mal über das Gaskraftwerk nachdenken hier vorne. 56.000, das sind alles Sachen, die können wir uns mittlerweile gut leisten. Wir hätten auch noch das große Kohlekraftwerk, das hat 300 MW Stromproduktionsleistung, das interessiert uns nicht. Die kleinen Kraftwerke hier, die spielen keine Rolle mehr. Das Gaskraftwerk, das ist jetzt das Nonplusultra, das will ich dann aber hier drüben platzieren. So, da kommt der nächste Wirbelsturm. Wir sind hier in einer sehr wirbelsturmlastigen Gegend unterwegs. Der Zug. Der Güterzugverkehr soll dann hier weitergeführt werden. Wir prüfen auch hier nochmal das Gelände. Das geht einigermaßen, aber vielleicht müssen wir, wenn wir hier auskommen wollen, wir müssen also sowieso irgendwann wieder unter der Autobahn durch, hier geradeaus. Jetzt gucke ich mal, wenn wir das hier führen, hier immer die Linienführung mir einmal anschauen. Müssen wir immer noch was am Gelände machen. Also wenn ich das jetzt hier geradeaus durchführe, komme ich hier sehr gut vorbei. Oh, das ist doch prima. Dann, wenn ich jetzt hier anfange, das zu glätten. Oder vielleicht sogar hiermit. Also ich starte hier und hier. Das gefällt mir gut. Da haben wir nämlich hier so eine leichte Steigung drin. Was ist das hier eigentlich für ein, ist hier ein trockenes Flussdelta oder Flussbett? Das ist nicht so. Das ist natürlich nur bedingt schön hier. Müssen wir gleich nochmal schauen. Wobei das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Da können wir nämlich hier unten drunter her mit unserer Hauptstraße. Ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Wir schauen mal. Also und hier so gerade es geht, hier hoch. 180 Grad. Ja. 2,6 Grad Steigung. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Prima. Immer wieder der Blick aufs Gelände. Da können wir hier schon mal die Glättfunktion nutzen. Wir haben hier genug Platz, aber ich glaube, ja. Der Hügel ist ein bisschen steil hier.
Sollte aber machbar sein. Wir können hier erstmal unsere Ackerflächen erweitern. Da haben wir ja hier diese, das Buschwerk gemacht. Ja, da sind so ein paar Dekorationen ganz hübsch. Wir sehen das ja hier bei, genau, bei der Industrie. Da gibt es jetzt eine ganz nette Kabelrolle. Schrotthaufen. So, Dekoration, Forstwirtschaft. Ich glaube, hier gibt es genau, hier gibt es auch Landwirtschaft. Also wer diese Find It Mod hat, der findet sowieso alle Assets. Das hier finde ich ganz gut. Getreideheber. Getreidesilo. Holzpellet. Okay. Gasflasche stellen. Das sind ja so kleine Assets. Für Detailarbeiten. Das wollen wir nicht machen. Jetzt haben wir hier noch Dekoration Erz. Also wir sind hier in dem dritten Feld, das werden wir gleich nutzen. Wir erweitern erstmal hier diese ganzen landwirtschaftlichen Betriebe, soweit es geht. Das kann ja ruhig bis nah ran. Ein bisschen Abstand möchte ich halten, damit ich den Feldweg dran vorbeiführen kann. Den setzen wir vielleicht auch mal zuerst. Das Gelände sollte das hergeben. Ein bisschen mehr Abstand, damit ich da noch Büsche setzen kann. Wir müssen hier hoch. Da brauchen wir hier unser Öntool von hier nach hier. Beschweren Sie sich, dass Sie keinen Straßenzugang haben. Der soll euch vergönnt bleiben. Aber ich möchte dann von hier aus hier hoch. Dann gehen wir hier hoch. Und dann, upsala, hier gerade. Den Hügel hier können wir auch glätten. Ja, das Gleiche. Wir werfen mal einen Zwischenblick auf unsere Arbeitslosigkeit. Wir sind auf 33% runter. Naja, also wir haben also offensichtlich sehr hohen Bedarf an Industrie. Den müssen wir echt ausbauen. Das machen wir jetzt gleich auch. Heißt also, das wollen wir erweitern. Geht nur bis hier vorne. Dann sind wir schon an der Grenze angekommen. So, und das hier, das sind ja die Nutztiere, die brauchen keine sinkende Fläche. Aber die können wir auch noch ein bisschen erweitern. Okay, das kreisen wir hier mal alles ab. Gucken, ob wir hier noch einen Feldweg durchgemogelt bekommen. Passt. Das ist gut. Wie weit können wir den jetzt ziehen? Nicht ganz so weit. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Da gehen wir dann hier hinter und schließen hier vorne uns an den Feldweg an. Das ist zu steil.
So sollte es hoffentlich besser gehen. Auch hier hinten machen wir den Abschluss. Wir gehen hier von hier aus gerade weg im 90 Grad Winkel und setzen dann hier die Verbindung, suchen die Hilfslinien. Und der Feldweg geht geradeaus. Dahin. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ein paar von diesen neuen Assets zu setzen. Was haben wir denn hier? Ja. Vielleicht setzen wir hier nochmal, damit es so ein bisschen realistisch aussieht, nochmal so einen kleinen Feldweg rein. So, also das haben wir in der Landwirtschaft. Das ist ein größeres Objekt. Wir müssen aufpassen, dass ich hier mit der Tastenkombination, ja, da können wir hier nochmal so ein paar drei Silos platzieren. Vielleicht auch ein paar Bäume hier entlang. Da nehmen wir die großen Bäume. Sehr kleiner Pinsel, entsprechende Stärke. Den Busch, das Buschwerk platzieren wir hier. Sehr klein. So, da spiegelt sich die Sonne. Noch ein paar Birken und dann machen wir hier noch wieder weitere von diesen Objekten. Das war schon Forstwirtschaft und Pelletsilo. Ja, das, achso, na, wir können, das geht auch mittlerweile mit Pinsel, finde ich auch ganz schön. Hier bei dem Werkzeugmodus, wir haben hier das Einzelobjekt und hier dann platzieren wir es jetzt für diese Silos, ein bisschen komisch wirkt. Auch wenn jetzt hier in so ein Silo hier natürlich nicht so sonderlich viel Sinn macht, das gebe ich zu. So, und hier entlang der Schienen brauchen wir wieder einen Schutz. Da nehmen wir mal Fichten. Das ziehen wir mal jetzt hier entlang dieser Straßenverbindung. Auch das geht mit der Mod ja leichter. Da gibt es eine entsprechende Mod, um hier die Bäume als Linien zu setzen. Die funktionieren hier in der Vanilla-Version. Sind sie nicht aktiviert? Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. So, kann man hier mit dem Zug gut durchfahren? Das geht. Gut. Ich mache einmal den großen Blick hier rüber. Müssen wir einmal hier die Stadtgrenzen anpassen, denn hier vorne scheint die Polizei sich nicht verantwortlich zu fühlen für dieses Verbrechen. Jetzt aber. Da war auch irgendwas Kaputtes. Was ist das hier? Das ist nur ein Gebäude, das entsteht aber sofort an der Obststraße. Okay. Was haben wir noch an Assets, wo wir gerade hier dabei waren, bei den Wohnrequisiten. So, Gewächshäuser, das finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Die sind schon sehr klein. Haben wir noch größere? Ne, da ist noch so ein Spielhaus. Mülleimer. Dann gibt es doch hier die Apfelbäume, genau hier. Hier so ein kleines Feld mit Apfelbäumen.
werden hier schön im Herbst gepflanzt. Oh, das ist auch gar nicht so schlecht. Also schade ist, dass jetzt hier auf den Feldern nichts zu sehen ist, aber gut. Damit müssen wir, denke ich, leben. So, die Kraftwerke laufen bei 24 Megawatt. Was wir hier auch nochmal machen können, ist, wenn wir hier dieses Kohlefeld, vielleicht habe ich hier, also können das vielleicht nochmal ein bisschen hübscher machen, also das ziehen wir hier nochmal nur bis hier, achso, das war nur einspurig. So, und dann gibt es hier als Asset, bei den Trümmern gibt es hier Schutthaufen Beton und gemischt. Wie sieht der denn aus, wenn wir den jetzt hier platzieren? Sieht das aus wie Kohle, so ein bisschen, ne? Das soll ja so ein bisschen die Kohle darstellen. Ich will jetzt nicht das, wie heißt das hier, diesen, dieses, beziehungsweise wir das machen, was macht der dann? Ah, beschwert sich immer. Was das überlappt, denn das geht ja auch noch mit Anarchy, der Mod. Das mag er nicht. So. Naja, also das ist ganz okay. Hier kommt dann der Zugverkehr an, an der passenderweise grünen Gasse. Ja, sehr schön. Also von daher, das sieht doch eigentlich passabel aus. Wir könnten hier das Gelände sollten wir noch entwickeln. Da brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Gewerbe mal platzieren. Kommen wir hier unter der Autobahn drunter her. Von hier aus. Das wäre gar nicht so verkehrt. Ich gucke gerade, ob da irgendeine Möglichkeit besteht, das einigermaßen. Aber wir sind ja hier höher, ne? Vielleicht gehen wir oben rum statt unten rum. Also hier 6,50 Meter. Mal hier rüber. Näher ranzoomen. Also hier. Das lässt er mich machen. Und dann müssen wir hier den Anschluss finden. Das heißt, wir müssen hier runter. Ah, es ist schon ganz schön steil. Aber ich glaube, damit können wir, müssen wir einmal kurz das Spiel unterbrechen, weil wir hier den Baumast entfernen müssen. Und dann gucken wir mal, wenn wir jetzt hier auf die 0 Meter kommen, dass wir hier boah, das Gelände ist schon undankbar. Aber das ist so. So, Stromverbindung wieder herstellen. Mit der Hochspannung. So, wir sehen ja auch, wie der Stromfluss hier ist. Moment, wo war er dort? Na, kommt die Verbindung wieder? Ich hoffe. Dann gehen wir an dieser Stelle hier hoch. Im rechten Winkel. Anspruchsvolles Gelände. Aber damit können wir hier so ein paar terrassenartige
Gebiete ausweisen für Gewerbe. Das schafft Arbeitsplätze. So, wir können wieder laufen lassen. Das nehmen wir weg, aber hier überall. Platzieren wir und natürlich wie immer Kreisverkehrer am Ende. So, damit ist der Bedarf auch so weit. Das sieht irgendwie noch ein bisschen hart aus hier. Den Parkplatz, den verschieben wir mal hier weg. Der kann hier vorne hin. Das machen wir mal neu, das sah irgendwie sehr abstrus aus. Also wir starten von hier. Gucken mal, dass wir hier rüberkommen. Also das geht. Idealerweise machen wir das gerade. So nah wie möglich ran, so. Und dann hier brauche ich wieder mit allen Hilfsmitteln. So. Ja, ist schon ein bisschen tricky hier, ne? Da sollten wir etwas für Ordnung sorgen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier noch solche Elemente. Solche Felsen sind mittlerweile auch dabei. Das ist auch ganz hübsch. Das können wir nochmal platzieren. Aber ich möchte hier ein paar kleinere Pflanzen setzen. Was bist du denn hier? Ja, okay, aber dann können wir hier als Leitplanke oder Leitlinie setzen wir hier diese Büsche. Das machen wir auf der anderen Seite auch, damit unser Anschluss hier an die Hauptstraße gut funktioniert. Das ziehen wir noch weiter. Vorne. Ja, und dann sollten wir jetzt gleich mal uns um die Bevölkerung kümmern und auch um die, also um die Industrie, das meine ich jetzt mit der Bevölkerung. Denn wir haben jetzt großen Industriebedarf, da müssen wir, glaube ich, groß denken. Vielleicht hier ein paar Birken in die Mitte. Da muss man darauf achten, dass hier jetzt nicht über die an die Strommasten rankommen, da wird entsprechende Grünpflege betrieben. So, Bedarf an Gewerbe ist wieder groß. Das ging schnell, das war auch zu erwarten, dass das schnell passiert. Das kennen wir schon. Wir gucken noch mal nach der Arbeitslosenquote. 32. Okay, wir brauchen massiv Industrie. Und die holen wir uns eigentlich nicht mit dem, nochmal mit der Produktion, also das Bedarf jetzt im Herbst an Getreide, okay. Gemüse haben wir sehr viel. Tja, kriegen wir hier die Industrie, kämen wir erst hier hinten. Ich würde sie aber ganz gerne hier platzieren. Wo haben wir denn noch landwirtschaftliche Fläche? Ich mal eben. Hier auf der Seite, da ist ein viel größeres Gebiet. Dann machen wir hier oben die Landwirtschaft und hier kommt Industrie hin. Heißt aber, wir brauchen jetzt weitere Flächen. Da kaufen wir diese vier plus diese Zelle. 40.000, das ist doch prima.
Das ist doch prima. Kurz eine Sache checken. Bevor wir hier weitermachen. Gehen wir ein bisschen näher ran, damit man was sieht hier von der Stadt. Aber ich will eine Sache mal eben gucken. Bevor es hier weitergeht, eine Einstellung kurz prüfen. So, alles klar. Hier ist hier eine Ampel. Tatsächlich, die kann weg. Das ist also die Kleinigkeit. Wollen wir sie dort? Ampel. Die brauchen wir an dieser Stelle nicht. Dann haben wir einen besseren Verkehrsfluss in die Stadt rein. Hier müssen wir in die Stadt reinkommen. Da brauchen wir eine gute Verbindung rein. Das ist ja das, was wir hier vorne haben. Die haben wir ja selber gebaut. Trompetenkreisverkehr. Wenn wir die hier platzieren. Wir gucken mal. Hinpassen würde sie hier. So, wir mal unterbrechen. Wir reißen Teile. Ach, ernsthaft, jetzt kann ich das nicht abreißen, weil da so ein Millimeter fehlt. Kaufen wir das auch, brauchen wir sowieso für die Eisenbahn. Das reicht noch nicht. Zwar schon sehr nah dran, aber ich denke, dass es von hier aus geht. Halt, stopp. Die Kabel müssen wir auch abreißen. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier die Verbindung gut hinkriegen. Einrasten. Die Höhen interessieren uns nicht. Gucken, ob das passt. So, wunderbar. Wieso heißt du eigentlich so komisch? Die Autobahn S53, das ist doch Quatsch. Aber gut, das machen wir gleich. Zweispurig. Hier rein und zweispurig hier rein. Strom nicht vergessen, der muss außen rum geführt werden. Das machen wir nochmal einmal anders hübsch. Der kann weg, der Teil. So, du bist die A3 und du auf der anderen Seite genauso. Ja, okay, A3, A3, A3. Ja. Okay. Wir werden hier einen Güterbahnhof platzieren. Der wird dann hier hinkommen, denke ich. Dann machen wir so einen Bahnhof. Wir werden dann jetzt von hier aus die Verbindung schaffen hier rüber. Das heißt also, diese. Das hier die Verbindung, ja. Die wird auch direkt vierspurig. Machen wir auch mit Mittelstreifen für die Straßenbahn. So, und dann machen wir erstmal das reguläre Straßenlayout.
Einmal so. Und dann so ein bisschen Gelände müssen wir wahrscheinlich trotzdem beachten. Geht aber sogar. Dann gehen wir von hier aus geradeaus weg. Und machen dann hier einen Anschluss. Von hier aus gehen wir senkrecht weg. Und dann haben wir hier die Verbindungen. Wollen wir sie dort? Von hier aus einmal hier rein. Und dann das gleiche hier. Das müssen wir drehen natürlich. Upsala, das war nicht geplant. So, warum hat er hier ein Kreuz, einen Zebrastreifen und eine Ampel? Okay. Du bist auch die A3. Wo es eigentlich A40 nennen müsste, wenn wir hier im Ruhrgebiet sind. A3, machen wir das hier direkt. Ordentlich, da vorne bist du auch noch. Die A3, das gehört alles dazu. So, die ersten Fahrzeuge nutzen diese neue Verbindung in die Stadt. Das wird jetzt das Rückgrat unseres Industriegebiets. Das geht hier hoch. Und dann müssen wir hier dass wir hier einigermaßen mit dem Gelände arbeiten. Das wird nicht einfach, aber der Herausforderung haben wir uns ja schon häufiger gestellt hier in diesem. Dann wird es eigentlich schon wieder fast zum Moseltal. Wir werden hier geradeaus durchgehen. Folgen hier der Öllinie und schließen das dann hier vorne an. Das machen wir wieder umgekehrt, dass wir das Kurventool nehmen und dann von hier aus kommend senkrecht raus. Okay, das wird unser Industriegebiet. Wir müssen natürlich Platz lassen, sonst gucken wir eben nach dem Wind. Wir sehen, der Wind weht hier Richtung Baltener See-Stiepel, das ist natürlich nicht gut. Können wir aber nicht ganz verhindern. Eine große Verbindung will ich nochmal hier machen. Also wir starten von hier aus. Oh, jetzt habe ich es gar vergessen, da kommt kein LKW der Welt hoch. Das muss hier so passieren, das geht gar nicht anders. So, und hier müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir hier. Das muss terrassenförmig sein, das geht ja gar nicht anders. Da müssen wir das Gelände entsprechend auch einebnen, das machen wir jetzt dann nochmal gleich. So, dann die nächste 10 Meter Höhe, die haben wir hier. Da ist hier nochmal eine dicke Linie mit den nächsten 10 Metern. Und von hier aus da können wir jetzt einmal wieder runtergehen. Das ist anspruchsvoll, aber machbar.
muss machbar sein. Verbindung hier rüber. Hier haben wir jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten. Das ist doch schon mal ganz gut. Am Ende wieder unsere obligatorischen Kreisverkehre. Nehmen wir ruhig mal einen großen. So, wir haben jetzt unser, da ist es, das Ebnungstool. Und dann machen wir uns hier Streifen für die Industrie. Das gleiche hier. Das werden dann schmale Unternehmen und dann haben wir das gleiche hier auf der Seite. Das heißt, wir können hier sogar bis zur Straße rangehen, der Adenauer Straße. Hier an der Kasernstraße gehen wir auch bis zum Rand. Oh, das ist schon knapp, aber wird gehen. Hier fehlt auch noch der Kreisverkehr. Soll aber ein großer werden. Können wir jetzt hier unsere Unternehmen platzieren. Die werden wahrscheinlich auch sehr schnell wachsen. Da geht es auch schon sofort los. Okay. Ja, wir machen nur Zweierstreifen. Hier haben wir Platz für drei. Fußwege gibt es keine, da haben wir keinen Platz für. Na, gucken wir mal, wie sie jetzt dann gleich die. Hier können wir auch kleinere Industrieunternehmen platzieren an dem Kreisel. 2x2 geht. Hier gehen sogar 4. Das ist ja prima. Hier haben wir auch nur 2er Tiefen. Guck mal, richtig ausufern mit 5er Feldern. So, und hier unten haben wir auch Platz für 3er bis 4er, sehe ich hier, aber auch hier. Hier oben an der Adenauer Straße gehen 2er, das geht gut. Wächst auch alles sehr, sehr schnell. Das gefällt mir gut. Ja, das können wir, glaube ich, alles hier voll machen. Das Industriegebiet habe ich noch einen schönen Namen für, der passend ist. Ein paar Fußwege sollten aber setzen, damit wir hier nicht ganz ohne unterwegs sind. Das machen wir wie üblich. Gehen hier runter einmal. So. Das ist sehr schnell gewachsen. Wir machen hier vorne mal Parkplätze. Wir brauchen sicherlich hier dann noch Infrastruktur. Ich denke, die Feuerwehr, die können wir jetzt schon mal platzieren. Städtische Feuerwehr, Geld haben wir mehr als genug. Die setzen wir mal. Ja, wir machen, glaube ich, erst nochmal die übrige Straßen. Konstellation hier. Senkrecht hier rein. Hier haben wir gute Möglichkeiten. Da kann man hier bei den Hühnchen aufpassen und dann passt das. Wir gehen hier senkrecht. Oh, das geht gut. So, und dann machen wir jetzt hier wieder so ein bisschen, wie wir das auch in Osterfeld gemacht haben, mit solchen Industrieparks. Also, da
dass man dann die Unternehmen so ein bisschen abgrenzen kann. Das hier wird nur eine größere Zelle. Das waren 64 Meter. Machen wir das auch mal symmetrisch einigermaßen. Ja, wie üblich den Kreisel zum Wenden. Genau. Und was machen hier die Fußwege? Hier können wir gut einen durchziehen. Hier haben wir genug Platz. Ja, von der Hauptstraße. Wieso nicht? Und dann den Trick, den Übereinander-Trick machen wir auch, dass wir hier dann die Zone anders definieren. Auch nämlich das mit der Zone so platzieren. Hier die Unternehmen, drei Felder, drei Felder. Denn dann, das ist ja auch so ein kleiner Nachteil, aber ich möchte hier entlang der Hauptstraße, möchte ich die Unternehmen nicht haben, sondern an den Nebenstraßen. Hier machen wir auch ein bisschen Platz. Das Feld machen wir komplett voll hier. Und die offenen Stellen, da erlauben wir einen Fußweg. So, das müssen wir wieder abreißen hier. Das nicht vergessen, da können wir ein paar Bäume platzieren. Die sind jetzt in der City Skyline 2, gehen die ja nicht kaputt. Schauen, dass wir keinen Bedarf an Büros haben. Das wäre natürlich noch ganz praktisch, aber die haben wir leider nicht. Dann müssen wir damit so umgehen. Von der Schillerstraße gehen wir wieder raus. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Ja. Platzieren auch hier entlang wieder. Halt, stopp. Richtige Reihenfolge. Erst die Kreisverkehre. Das jetzt hier in die Sackgasse führt, finde ich jetzt nicht so schlimm. So, und entlang der Perlenstraße kommt jetzt hier die Feuerwehr an die Perlenstraße. Genau, das ist gut und wichtig. Denn auch da sollten die Feuerwehrautos dann entsprechend ausfahren können. So, hier haben wir genug Platz. Mehr Industriebedarf ist da. Wir brauchen jetzt auf der Seite noch ein bisschen was. Und es ist schon sehr nah hier. Ne? Das gefällt mir eigentlich nicht so richtig gut hier. Diese. Kann ich hier nicht auch noch einen großen Kreisverkehr ohne machen? Ja. Okay. Was? Besser hier keine Ampeln. Das sollte dazu führen, dass wir hier einen besseren Verkehr bekommen. So, die entstehen nämlich immer an dieser Hauptstraßenverbindung. Das will ich nicht haben. So, wir prüfen nochmal. Wie sieht's aus? Arbeitslosigkeit 26%. Okay, es geht runter. Wir haben gar keine Bevölkerung gebaut, die wächst zwar noch langsam, aber gemächlich. Wir haben weiter dann den Druck hier Industrie bereitzustellen.
damit unsere Bevölkerung Arbeit findet. Offensichtlich war das jetzt nicht nur ein Bug, guck mal, vielleicht noch diese Arbeitslosen und oder dann wahrscheinlich auch automatisch Obdachlosen, das wollte ich sagen, irgendwo sehen. So, hier entlang machen wir mal Gewerbe. Ruhig größer. Aber nur 3 Zellen weit, damit das hier nicht so riesige Klötze werden. Die kann man hier aber ganz gut rein platzieren, der Kasernenstraße. Wir haben ja hohen Bedarf an Gewerbe. Dem kommen wir damit halt auch gut nach. Prima. Der Fußweg kann dann direkt hinter lang führen, wenn wir hier überall Kreisverkehre haben. Da kommt der 26. Oktober. Was ist das denn für ein wichtiger Feiertag, dass wir eine Straße danach benennen? Von hier aus gehen wir so weg. Das machen wir auf der gegenüberliegenden Seite, dass wir hier 90 Grad haben. Na, das war nix. Von oben schauen. So. Große Kresse können wir die LKWs hier auch wenden können. Das sieht aber gut aus. Ja, das war nix, denn die Verbindung soll hier besser sein. Aber nach und nach wächst das neue Industriegebiet. Dass wir dann natürlich gucken müssen, wie kriegen wir hier die Verbindung zur Eisenbahn hin. Hier können wir, glaube ich, durch. Da ist die Verbindung nicht hergestellt. Das ist ärgerlich. Jetzt aber das gleiche dann hier auf der Seite hier zu dem Zebrastreifen. Wir wollen von hier aus eine Fußgängerverbindung hier zu der Kreuzung schaffen. Und dann geht es hier weiter, auch wenn wir hier kein Zebrastreifen erlauben. Und von hier aus geht es hier runter an die Straße. Auf der anderen Seite entsprechend. Kreisverkehr mögen das leider nicht, wenn man sie dann falsch anfasst. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Na, hier ist der Anschluss. Der Seite auch nochmal. Na, mag er nicht. Jetzt aber. Okay. Nicht abnehmenden Bedarf. Gucken wir mal ganz kurz, wie sieht das jetzt eigentlich hier aus mit diesen, na, das geht aber mit diesen Dreierzellen, das ist ganz okay. Das heißt, das ziehen wir mal hier entlang. Den Platz haben wir ja, dort haben wir keinen. Das Gelände lässt das nicht zu, aber hier entlang der Hauptstraße, da gibt es dann zumindest den Gewerbepark mit den Gewerbeeinheiten. Brauchen wir hier Parkplätze eigentlich schon? Ne? Das sollen ruhig normale Parkplätze sein. Die haben wir jetzt eigentlich nirgendwo installiert. Eigentlich brauchen wir die nicht. Das Spiel versteht die Parkplätze hier nämlich nicht so richtig.
So, dann soll die Industrie auf der Seite auch wachsen. Da nutzen wir alle Flächen, die wir haben, um Industrie anzusiedeln. Hier vorne auch. Das gehört auch noch zu dem kleinen Zipfel. Hier haben wir noch die Möglichkeit. Auch hier ist noch ein kleiner Zipfel. Ja. Gut. Dann werden wir jetzt zum Abschluss ein bisschen noch dekorieren. Das heißt also, jetzt so der letzte Schritt für diese Folge in Verbindung mit dem Livestream, dass wir jetzt hier noch diese Verbindung setzen. Dann gucken wir uns mal ein paar Statistiken an, was das jetzt gebracht hat. Wir brauchen hier natürlich nochmal neue Zone. Also bis zur Autobahn hier rum. So, okay. Der Feuerwehr, wo ist sie? Hier vorne sagen wir, sie soll natürlich nur hier in blauen Brunnen. Da bräuchte man vielleicht mal einen guten Stadtteilnamen. Schönen Stadtteilnamen. Ich will mal einmal inspirieren lassen. Tja. Nennen wir das doch hier. Wir sind im Winter gekommen. Ich glaube, das nennen wir hier mal nach Stärkrade. Stadtteil in Oberhausen. So, wir haben Schnee. Wenn wir im Winter gekommen sind, schauen hier 23% von 36. Da bin ich ehrlich, hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Kann ich diese Obdachlosen sehen? Nicht so richtig. So 23.000. Es geht langsam, aber stetig runter. Man muss natürlich jetzt schon einiges hier investieren. Oh. Das hatte ich gar nicht gesehen, dass wir hier ein Stromproblem haben. Das haben wir wahrscheinlich auch schon länger. Haha. Ah. Da sehen wir hier das Problem. Wir haben hier einen Stromengpass. Und zwar hier vorne. Das gucken wir uns nochmal an. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Also, wir haben hier 80 Megawatt. Kann das Umspannwerk aus dem Höchstspannungsnetz umwandeln hier in die Mittelspannung. Das ist, da sind wir wahrscheinlich jetzt drüber gekommen. Wir gucken mal hier beim Strom. Verbrauch 151 Megawatt, Produktion nur 96. So, jetzt ist der Punkt gekommen. Wir sehen das ja nochmal an dem Stromfluss. Warten wir ihn dort. Also die Produktionskapazitäten reichen bei weitem nicht aus. Wir brauchen hier eigentlich eine Verbindung rein. Heißt, der hintere Teil unserer Stadt ist komplett, deswegen ziehen die Leute wahrscheinlich auch alle aus. Unzuverlässiges Postwesen. Naja, gut. Unzuverlässige Stromversorgung. Das scheint die Leute aber nicht so richtig zu stören. Also die Post ist schlimmer als der Strom. Okay. Ja, das ist interessant. Dann werden wir Folgendes machen. Wir werden ein Gaskraftwerk brauchen. Und zwar, jetzt gucken wir, wie groß das ist. Das passt hier hin. Ja. Das wird quasi an den Rand von Stärkrade gesetzt. Hier vorne. Da will ich das platzieren. Gelände ist wie immer anspruchsvoll. Der Vorteil von dem Gaskraftwerk ist eigentlich Luftverschmutzung, Mittel, Lärmmittel. Interessant. Das ist genauso schlimm in Anführungszeichen, was die Verschmutzung angeht, wie das Kohlekraftwerk. Dafür setzen wir es auf diese Seite hier. Hier ist ja mehr P
Hier ist genau Platz. Ja, dann haben wir hier oben die Verbindung. Wir entlasten das Stromnetz. Schließen stärker gerade an. Das machen wir aber nicht mehr in dieser Episode. Das machen wir in der nächsten. Ich werde jetzt noch ein bisschen kurz hier diese Geländearbeiten einmal abschließen. Dass wir hier so ein bisschen eine Glättung bekommen. So, dann können wir nämlich von hier aus durchgehen. Hier den Güterbahnhof platzieren. Hier kommt das Kraftwerk hin. An diese Ankerstraße, weil die wird dann wahrscheinlich durchgezogen werden. Also von der gehen wir dann nochmal ab. Hier rüber auf diese Seite der Ruhr. Das wird hier dann das Gelände für den Steinkohlebergbau. Hier direkt an der am Ufer. Okay. Ja, aber das ist, also auch wir sehen hier, das Kraftwerk ist überlastet. Es läuft mit 25,6 Megawatt, also auch da volle Leistung. Aber das reicht nicht aus. Und die drei kleinen Kraftwerke schaffen es auch nicht, sodass wir dann hier vorne die Überlast haben an dem Netzanschlusspunkt. Moment, da brauchen wir die Linie, damit wir es besser sehen. Also hier haben wir dann die Überlast. Aus der Mittelspannung durch die Straße durch. Wir haben hier die Mittellast, die Hochspannung, die speist hier ein, fließt sofort hier rein. Und wir kriegen es nicht mehr versorgt und kriegen es auch nicht mehr verteilt. Heißt also, wir brauchen hier eine neue Stelle für den Anschluss des ans Überspannungsnetz. Kann man das eigentlich sehen, was das hier kann? Mal eben checken, denn das ist ja so ein bisschen auch die Intention unseres Let's Play Projekts. Kann ich dich anklicken? Das würde mich ja nochmal interessieren. Ah ja, hier sehen wir es. Also Stromfluss, die Kabel, die Hochspannung kann maximal 400 Megawatt. Wir sind bei 50, die hier durchgehen. Na, das finde ich schon wirklich gut simuliert hier. Da muss man sagen, also bei aller Kritik an City Skylines, die keine Frage berechtigt war, aber mittlerweile ist das echt gut spielbar. Und wir sehen hier, also 30 Megawatt hier kommen. 50 an macht 80 volle Auslastung. 80 von 400. Das war's. Hier fließen 30 rein. Ja, okay. Also das finde ich wirklich sehr schön simuliert, dass man vor allem auch diese ganzen Daten sehen kann. Das ist hier in der Mittelspannung 30 Megawatt hier durch diese Straße fließen. Hier vorne zeigt das auch an. Sind wir bei 13? Das heißt, ja, vielleicht müssen wir hier. Ja, wir müssen hier ins Hochspannungsnetz einspeisen aus unserem Gaskraftwerk. Das ist der Plan. Das aber, wie gesagt, machen wir in der nächsten Folge. Kurzer Blick, wie gesagt, 22,6. Naja, immerhin haben wir uns da verbessert. Ich denke, das ist ganz gut geworden. Wir werden deswegen an dieser Stelle aber Ruhrkirchen verlassen mit dem Blick auf den Stromausfall in Querenburg. Und Stärkrade wird dann in der nächsten Folge ein Gaskraftwerk bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen dieser Folge, sowohl live als auch auf YouTube, die dann ungeschnitten ohne Timelapse Passagen, und die nächste Folge gibt es dann bald wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.